der 270-Grad-Hubzapfenversatz und die daraus resultierende asymmetrische Zündfolge erzeugen einen massiven Sound, der schwer nach V2 klingt. Mit steigender Drehzahl lässt der akustische Reiz des Twins zwar nach, dafür halten zwei Ausgleichswellen Vibrationen über den gesamten Drehzahlbereich im Zaum. Das Fahrwerk überzeugt mit ausreichender Stabilität und taugt sogar bei einer etwas engagierteren Fahrweise. Das sinnliche Dahinbollern hat allerdings seinen Preis. 16.540 Euro kostet die Basisversion, die voll ausgestattete Variante 17.740 Euro. Dafür bekommt man eine treue Partnerin, mit der man entspannt auf Tour gehen kann. Den ganzen Fahrbericht gibt es im Motorrad 6, das am 28. Februar 2014 erscheint. Das komplette Video in der dazugehörigen App.